Wir haben jetzt Samstagnachmittag. Unsere Suzuki ist jetzt soweit fertig. Was jetzt noch gemacht werden musste, war die Sitzbank. Die hat unseren Sattler jetzt so gestylt. Ich will hier gerade mal so auf die Seite gehen. Hier ohne der Abschluss, das ist alles perfekt. Die sind braun. Gehen wir jetzt hier nochmal so drüber. Unser Kunde wollte gerne dieses Muster haben an der Sitzbank. Sieht eigentlich auch cool aus. Und die Farbe gefällt mir auch. Die ist ein bisschen, ist nicht so dunkel. Okay, aber. Ja, aber. Die Susi läuft nicht richtig schön. Wo wir so zum Sattler gefahren haben, auf eigene Achse, da sind wir ungefähr so 80 Kilometer nur durch strömende Regen gefahren. Und als wir dann dort waren, als wir beim Sattler waren, war dann folgendes durch den Regen. Das Motorrad lief nur noch so ungefähr auf 3 Zylinder. Es ging auch kein Blinker mehr, wo alles vorher funktioniert hat, wahrscheinlich durch Nässe, weil es ging echt durch strömende Regen. Und ist jetzt eine Woche her, wo das war. Wir haben sie jetzt quasi fertig gemacht, Sitzbank drauf und so weiter. Aber nochmal nach der Vergaser geguckt, da war noch ein bisschen Schmutter drin, weil der Tank war rostig. Und die Schimmerkammer und die Düsen habe ich dann nochmal durchgeguckt. Alles war dann pico-pago. So, jetzt jedenfalls, Motorrad läuft nicht richtig. Und zwar der linke Zylinder spät. Ich habe jetzt also die Kerzen rausgebaut. Das ist der rechte Kerzenbild, top. Auch gut. Und hier, das ist der linke Zylinder, der äußere. Jetzt läuft sie weg, die Kerze. Moment. Ja, hier ist sie. So, die ist kohlrabenschwarz. Die hat also kein Verbrennungsbild. Und die anderen sehen echt gut aus. Ich mache jetzt hier mal schön braun. Die waren neu, die Kerzen. Sind vielleicht noch nicht so ganz top, aber haben eigentlich ein super Bild. Bis auf den hier. Und da muss ich jetzt erst noch mal gucken. Ich habe so das Gefühl, dass die Düsennaht sogar verschlüsselt ist. Das werde ich jetzt erst noch mal checken. Gut, und wenn ich dann das endlich im Griff habe, dann mache ich auch mal Aufnahme vom Fahren. Weil das Ding hat echt einen geilen Sound. Gut, es ist Samstagnachmittag. Wir haben jetzt 17:45. Heute Abend gehe ich auf eine Party und das Ding mache ich am Montag oder vielleicht auch morgen am Sonntag, was ich nicht drauf bin. Kommt gerade so eine junge Kaffeeräser-Schönheit an. Wie sitzt es denn auf der Suzuki? Ja, sehr angenehm. Ist gar nicht so hart, wie der Herr Sattler gesagt hat. Nee, du, wieso hat er gesagt, es wäre hart? Ja, ja, du meinst, wir sind hart. Nee. Hast du gesagt, wir brauchen harte Sitze. Und ein gutes Gefühl auf dem Ding. Da hat der Herr Teufel ein schönes Motorrad. Der Teufel hat ein schönes Motorrad. Aber die hat noch ein Problem, die läuft auf einem Zylinder nicht richtig. Das mache ich aber dann vielleicht morgen oder doch. Ja, heute Abend habe ich keinen Bock mehr. Ja. Das ist nämlich schon wieder, wo haben wir denn jetzt? 6 Uhr, Arschlecken. Das kriegst du hin. Wie ist die Lenkerhaltung? Nehmen wir den Lenker so in die Hand? Ja. Hier, du passt eigentlich auch ganz gut da drauf. Ja, du mit deinen 250er, ich meine, die fährst jetzt schon ein ganzes Jahr. Ich würde sagen, wir steigen hier immer auf 750 Kubik. Mhm. Dann kannst du dir eine Type da mal zeigen, wo der Hammer hängt. Das ist klar, ist ein Überlegen wert. Ja, weil fahren kannst du ja. Da musst du hier, pass auf, wenn du mit so viel Kubik unterwegs bist, ne, wie der Motor hat, dann brauchst du, dann kannst du auch eine andere Fahrstelle angewöhnen. Weil im Moment ist es ja so, wenn die anderen bremsen, musst du ja immer noch auf Vollgas sein. Damit du sie halt in der Kurve hast. Aber wenn du Kubik hast, Power, wenn du da auf der Gerade aufziehst, dann läuft der andere Programm. Hier geht nämlich immer ungefähr so 80 PS auf und her. Und da bist du viel entspannter. Ja. Also. Weiß Bescheid. Hey, Baby, wir bauen einen neuen Kaffeeräser. 80 PS. Okay. Und tschüss.
jetzt für heute. Wir haben eben gerade noch eine Testfahrt gemacht, habt ihr ja gehört. So zwischen 4,5 und 5,5, 6.000 Umdrehungen. Da hat sie noch so, wenn ich so am Gas bin, kleine Schwierigkeiten. Ich habe schon alles möglich überprüft. Ich denke mal, es sind die Düsennadel, die passen nicht ganz genau. Es sind auch die Originale noch drin. Da muss ich mich vielleicht nochmal drum kümmern, damit ich halt... Auf Vollgas geht sie wieder einmal frei, da dreht die bis auf 10.000 und mehr. Aber da dazwischen halt, ja. Okay, ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal fertig mit der Düsennadel. Wie wir das hinkriegen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall das gute Stück lassen wir jetzt so.